Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. 101 Player schreibt ein Kommentar, wo nichts draufsteht. Danke, Digga. Ich glaube, das Kommentar können nur Leute lesen, die blind sind. Meine lieben Damen und Herren, danke für die ganzen Glückwünsche im letzten Video. So, kann ich jetzt gehen? Es ist wieder soweit. Ich war wieder mal auf meiner For You unterwegs und sehe komische Videos. OMG, Leute. Ich bin jetzt live. Ja, genau ich. Okay, und wer bist du? Und ich warte auf dich. Also komm in mein Live. Ja, genau du. Lass uns zusammen ein Bobble-Tee trinken. Ich habe heute leider die Tapchi Poker Poppers vergessen. Was ist das für ein Video? Ja, ich komme zu dir Bobble-Tee trinken oder was? Keine Ahnung, was das ist. Aber dafür ist irgendetwas anderes in meinem Bobble-Tee. Außerdem werde ich im Live meinen Model-Walk üben. Also kommt in mein Live. Ich habe euch auch extra ein gehörntes Pferd gemalt. Schade, dass ich das Video erst 3 Tage später sehe. Das nächste Mal bin ich dabei. Tut mir leid. Auf deine Model-Walk bin ich sehr gespannt. Die und Model. Ich wurde diese Woche angezeigt und ich bin no joke 10 von 10 abgefugt. Also ich bin auch 10 von 10 abgefugt von deinen Videos. Ich habe wirklich immer Pech in meinem Leben und wenn man einmal Glück hat, dann gibt es immer Menschen, die einem das zerstören wollen. Ich meine, reicht es euch nicht, dass keiner zu meinem Fan-Treffen kam? Oh Mann, das ist überhaupt nicht gut. Keiner kam zu deinem Fan-Treffen. Ich habe dir sogar gefollowt und ich habe keine Einladung erhalten. Wenn ich keine Einladung erhalte, dann komme ich natürlich auch nicht. Und meine beste Freundin sich weigert, mein Junggesellinnenabschied zu planen. Und außerdem will meine beste Freundin nicht mal ihre Prüfung für meinen Junggesellinnenabschied schmeißen. Digga, deine beste Freundin ist mir mies sympathisch. Aber nein, es müssen ja immer alle nochmal nachtreten, wenn man sowieso schon am Boden liegt. Wie wär's mit Plan deinen Junggesellenabschied selber? Ihr könnt euch doch bestimmt noch daran erinnern, dass ich vor kurzem Geld auf der Straße gefunden habe. Und wie jeder normale Mensch habe ich dieses Geld eben behalten und mir davon eine Paradatasche geholt. Und nur weil jemand nicht gönnt, wurde ich jetzt angezeigt, weil ich das Geld behalten habe, was wirklich jeder andere Mensch auch so getan hätte. Ja, ehrlich, ich sag dir so, wie es ist. Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch das Geld behalten, aber in dem Fall, ich habe 7000 Euro vor kurzem auf der Straße verloren, das war mein Geld und Kuss geht raus an den, der sie angezeigt hat. Natürlich habe ich ihnen das ganze Geld geschenkt. Meine Freunde natürlich an alle, die keine Ironie verstehen, das ist natürlich alles Spaß. Natürlich ist das kein Spaß. Natürlich ist das Spaß. Ganz ehrlich, echt nur Spaß. Meine Damen und Herren, der liebe Drachenlord ist natürlich auch auf TikTok unterwegs. Ich wusste nicht mal, dass der TikTok hat. Rauchst du Zigaretten oder so? Ja, aber zurzeit auch nicht tatsächlich. Also, und ich habe halt mit Nikotin auch gar nicht so viel zu tun. Also, Cola zum Beispiel, was ich hier habe, die ist überhaupt nicht mit Nikotin. Die hat gar kein Nikotin drin. Wieder etwas dazugelernt. Ich wusste nicht, dass Cola kein Nikotin hat. Dieses Wasser ist auch nicht flüssig. Die ist nikotinfrei. Trinkst du viel Cola? Tatsächlich ist das Einzige, was ich zurzeit trinke, Wasser. Okay, Gott sei Dank. Warte, was? Hä, du hast gerade gesagt, Cola trinkst du gerade. Das Einzige, was ich jetzt gerade trinke, ist Wasser. Weißt du was, lieber Drachenlord? Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Leute, ich gehe jetzt mal eine Runde zocken. Das war's gewesen von diesem coolen Video. Hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.